Und der Esse gehört uns. Ah, gleich alles. Wir haben es geschafft, cool. Sir. Die Kampfhubschrauber zerstören sich selbst. Hier spricht Major Harold Godwin an alle UEF-Commander im Sektor. Ich werde von Cybrans-Streitkräften angegriffen und fordere Unterstützung an. Ich wiederhole, ich werde von Cybrans angegriffen und fordere Unterstützung an. Holen Sie ihn da raus, mein Junge. Die Zugangscodes dürfen nicht geändert werden. Wir können nicht zulassen, dass die UEF von unseren Plänen erfährt. Zerstören Sie den Commander. Orks Ende. Ich weiß nicht, was Sie mit meinen Kampfhubschraubern angestellt haben, Chipkopf. Aber es ist auch egal. Bald tritt Verstärkung ein und die Sache wird ein für alle Mal geregelt. Ist das so? Okay, wir sollen den Commander besiegen. Und das ist das Militärgefängnis, das heißt, dort wird er wahrscheinlich sein. Der andere, also Hex 5. So, nicht so leicht, dass das, ich kann ihn... So, ich führe einfach jetzt mal meine Viecher dahin. Prinzipiell könnten wir jetzt schon Ende machen, oder? Die Macht der UEF steht hinter mir. Ganz recht, junger Padawan. Ganz recht. Oh, ein Tech. Oh shit, oh shit, oh shit. Da ist ja noch was aktiv. Wo sind da denn noch hier so ein... Haben sie was gerade aufgebaut? Scheint so. Ich sehe nix. Könnte das sein? Naja, wird gleich von meinen Bombern platt gemacht. So, ich habe jetzt die Luftüberlegenheit auf jeden Fall. Also ich schicke dann gleich hier Bomber in seine Basis. Mal gucken, wie viel er aushält. Wobei irgendwo noch eine Marinebase sein müsste, könnte hier und da sein. Werde ich ja gleich sehen. Irgendwas baut er noch. Fliegen immer mal so Tech 3 Einheiten entlang. Hier ist es aber nicht mal. Das war tatsächlich die hier unten. Krass, wir haben eine Reichweite. Ja, auch die Tech 3 Bomber sind leicht aggressiv, was sowas angeht. Brech mal ab. Da ist eine Marinebasis. Oh, da kommen sie her. Da habe ich aber ein Nest gefunden. Echt keine Luftabwehr. Oh, die werden zerrissen. Dann haben sie Pech gehabt.
Der Flottenstützpunkt der UEF wurde zerstört. Gute Arbeit. Ops Ende. Gibt eh gleich eine Kettenreaktion hier, sobald die den Schild geknackt haben. War ja nur. Ach ne, das war nur einer, okay. Mehr ist es nicht. Dann wollen wir sagen, machen wir Schluss, ne? Ich habe hier noch mehr. Ah, das wird schön. Aber ich glaube, das ist nur so ein kurzer Status quo, ne? Ich glaube, er hat praktisch eine ganze Menge gehabt und die sind ihnen jetzt alle verreckt. Ja, immer noch ein paar. Wie man sieht, kommen immer noch ein paar Bomber an. So, die sollen wir erstmal aufladen und dann da parken. Und dessen mache ich mit denen Folgendes. Dann kann ich mir reichen. Toll, jetzt stehen sie da. Geht mal ein bisschen näher ran. So, hier, genau. So, und zack. Zack. Alle mitfahren, bitte. Das ist ein schöner Effekt. So. Die dann rübertragen. Achso, die sind noch gerade. Okay, ist das nicht ganz fertig? Ja, so sieht es aus. Zack, fertig. Ah, kann nur eine zur Zeit, okay? Sieht aber so ganz gut aus. Oh, die anderen haben freundlicherweise gewartet, bis der andere fertig war. Nett. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, der ist jetzt bestimmt in seiner Basis. Wahrscheinlich hier. Würde ich sagen, ups, Springer. Dann greift man doch mit den Schildgenerator an. Mal gucken, wie lange er es durchhält. Schon fast komplett drüben. Das geht schön schnell. Sofern sie nicht angegriffen und zerstört werden. Tech 1 und ein Tech 2 Torpedobomber, da ist keine Gefahr. Und noch ein paar mehr. Zumal die ja auch noch angreifen.
Kommt auch neu hinzu. Die zerstören nämlich auch die Flugzeuge so ein bisschen. Es fliegt einer hinterher. Schön. Das bringt auch was. Okay, der Commander ist da nicht. Ja, Glück gehabt. Und tschüss. Hier ist Major Harold Goffin! An alle UEF-Commander! Ich brauche Unterstützung! Ich wiederhole! Ich brauche! Sie sind hier fertig, Commander. Kehren Sie mit den Colts zur Basis zurück. Wir holen Hex 5 raus. Ops Ende. Wie ein kleiner Welpe, ey. Wie so ein scheiß Köter. Bam. Ab ins Jenseits gebombt. Sehr schön. Ja, schönes Kill für das Verhältnis. Weit, weit über dem normalen Schnitt. Es ist fast geschafft. Ich lebe seit über 1000 Jahren. Eine lange Zeit. Ich habe den Krieg gesehen. Ich sah so viele sterben. Es muss enden. Wir müssen endlich frei sein. Es liegt an dir, mein Junge. Alle unsere Schläferzellen auf der Erde wurden aktiviert. Sie greifen strategische Einrichtungen der UEF an. So konnten Jericho und sein Team für sie eine Basis in der Nähe von Black Sun errichten. Sie werden sie in jeder Hinsicht unterstützen. Ihre Aufgabe ist es, Kontrolle über die Black Sun zu erlangen und QA als Datenkern direkt in ihr Kontrollzentrum zu laden. Das Abfeuern der Waffe wird dadurch sowohl das Quantum-Virus als auch die Befreiungsmatrix freisetzen. Die Gates werden ausgeschaltet. Jedermann, überall, wird frei sein. Es wird Frieden herrschen. Verstehen Sie, Commander, es gibt keine Rückfahrkarte. Wenn Sie Erfolg haben, dauert es mindestens 5 Jahre, bevor wir wieder Kontakt zu Ihnen aufnehmen können. Er versteht. Oh ja. Die Erde wird dir gehören, mein Sohn. Die Symbionts werden dir folgen. Ein Neuanfang, ein neues Leben. Führe du die Erde, mach es gut. Es ist Zeit. Dos Vidania, Commander. Es war mir eine Ehre. Pass auf dich auf. Mhm. Es geht also zur Erde. Das heißt, wir haben das Finale. Wir wissen ja, wie das Finale der UEF aussah. Holen Sie das Paket, sonst geht die UEF unter. Oder so ähnlich. Hey, wir fangen ja schon mal ziemlich gut an und anständig vor allen Dingen. Gut, Sie zu sehen, Commander. Wir haben getan, was wir konnten. Es sieht so aus, als würden die Aeon die UEF einige Klicks westlich fertig machen. Es sieht so aus, als würden die Aeon eine Art fliegende Untertasse bauen. Wir wissen nicht, zu was sie in der Lage ist, aber es scheint sicher, dass sie Black Sun angreifen wird. Zerstören Sie sie, bevor sie abheben kann. Sie darf Black Sun nicht erreichen. Ops Ende. Na dann. Fangen wir mal an. Oder auch nicht, wir werden direkt mal angegriffen. Ich hoffe, ich habe eine Abwehr. Wenn nicht, dann sieht es gleich übel aus. Bam, 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 bam. Die Cybrans haben sich entschlossen, ins Kampfgetümmel einzugreifen. Das ist egal. Eure Art wird schon bald zerstört sein. Verdammt! Ich kann keine weiteren Schwierigkeiten gebrauchen. Masse benötigt. Wundert mich nicht. Ja, aber so im Einstieg ist es auch kein Wunder. Masse benötigt, Masse benötigt, Masse benötigt, Masse, 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 Masse. Ich brauche auf jeden Fall einen Tag 3. Dann kann ich schon mal einen Fabrikator bauen. Ich habe genug Energie für einen. Hey, cool, er sammelt ein. Das finde ich toll. Commander,
Wir haben das Kommunikationssystem der UEF angezapft. Black Sun ist noch nicht fertiggestellt, aber kurz davor. Ich halte sie über die Fortschritte auf dem Laufenden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch noch so ein Zeitlimit, ne? Ein bisschen Wasser kriegt dazu, sehe ich gerade. So ein bisschen was. Ich glaube, wir sind nördlich von Black Sun, also das ist auf einer Insel, wenn ich mich irre. Dim, 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 dim. Raketenwerfer. Omnisensor habe ich. Ja, ich habe einen Omnisensor. Omnisensoren sind schön. Oh, ich glaube, die haben eine vorgefertigte Bauform, wie man sieht. Ich glaube, die sollten erstmal ein paar Einheiten bauen und dann anschließend Techniker. Transporter. Ah, okay, ich sehe gerade, der Massefabrikator ist fertig. Das ist gut. Nicht, wenn ich mir die irre, irgendwie Spionageflugzeug gerade rumfliegen. Ne? Ich will gleich mal ein paar bauen lassen. Quatsch, doch nicht den. Schildgenerator hätte ich gern, danke.